Das ganze Deutschland soll es sein. So fordern es die vertriebenen Verbände und so fordern es die Politiker. Das Deutschland von 1937 mit Ostpreußen, Pommern, Ostbrandenburg und Schlesien. Ob Erhard spricht oder Brandt, ob Strauß oder Mende, Jaksch oder Lemmer. Wer auch immer zur Frage der deutschen Ostgebiete spricht, betont das Recht. Nicht Revanche-Gedanken bestimmen die Reden, sondern moralische und juristische Argumente. Das Heimatrecht, das Selbstbestimmungsrecht und das Völkerrecht. Und sie sind sich einig, dass der juristische Anspruch auf die deutschen Ostgebiete niemals aufgegeben werden darf. Doch zwischen Anspruch und Realität besteht ein Unterschied. Jenseits aller moralischen und rechtlichen Überlegungen glauben zum Beispiel nur noch 28% der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik, einheimische Flüchtlinge und Vertriebene zusammen, an eine Rückkehr der Ostgebiete zu Deutschland. Und die Heimatvertriebenen selbst? Ihr Glaube an eine Wiedereingliederung der unter fremder Verwaltung stehenden Gebiete von Ostpreußen, Pommern, Ostbrandenburg und Schlesien ist nicht viel größer. Von den 10 Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen rechnet nur noch rund ein Drittel damit, dass die Gebiete jenseits von Oder und Neiße noch einmal zu Deutschland gehören werden. Doch auch die Mehrheit von ihnen meint, dass dieser Tag 20 Jahre und länger auf sich warten lassen wird. 20 Jahre, eine lange Zeit. Als unsere Landsleute vor 20 Jahren durch die Grauen des Krieges und die Macht der Sieger aus ihrer Heimat vertrieben wurden, da glaubten die meisten noch an eine baldige Rückkehr. Selbst 1953 meinten nur 9% der Vertriebenen und Flüchtlinge, dass die Ostgebiete für immer verloren seien. Die 77% der Vertriebenen und Flüchtlinge, die 1953 noch an die Rückkehr der Ostgebiete glaubten, schmolzen in den 9 Jahren bis 1962 auf 37% zusammen. Heute sind es 34%. In dieser für die Politik der Bundesregierung und der Parteien so bedeutsamen Frage ist die Zahl der Bürger ohne Meinung mit 26% sehr hoch. 26% glauben also weder an eine Rückkehr der Ostgebiete, noch denken sie, dass die Ostgebiete verloren sind. Von den 46% der Gesamtbevölkerung, welche die Ostgebiete als für immer verloren ansehen, lassen sich aufschlussreiche Gruppen herauskristallisieren. Daran, dass die Ostgebiete für immer verloren sind, glauben 51% der Männer, doch nur 41% der Frauen. 50% der 16- bis 29-Jährigen, doch nur 38% der 60-Jährigen und Älteren. 52% der SPD-Anhänger, doch nur 42% der CDU-Anhänger. Am wenigsten an die Rückkehr der Ostgebiete glaubt also ein Mann im Alter zwischen 16 und 29 Jahren, der das Abitur gemacht hat, im freien Beruf tätig ist, aus der Zone kommt, seinen Wohnsitz im Rhein-Main-Gebiet oder in Südwestdeutschland hat und Anhänger der SPD ist. Den stärksten Glauben an die Rückkehr der Ostgebiete hat eine Frau im Alter von über 60 Jahren mit Volksschulbildung, die in der Landwirtschaft beschäftigt ist, aus Ostpreußen kommt, in Norddeutschland wohnt und Anhängerin der CDU ist. Die demoskopische Zeugung dieser blutleeren statistischen Typen war eine reizvolle Spielerei. Doch die ihr zugrunde liegenden Zahlen sind harte Realität. Von den Fakten und Tendenzen, die das Institut für Demoskopie in Allensbach für uns ermittelte, waren die Antworten der Vertriebenen auf die Frage nach ihrer Bereitschaft zur Rückkehr am bemerkenswertesten. Wir fragten: Wenn das heutige Polen und die Sowjetunion die Bewohner der ehemaligen Ostgebiete einladen würden, sich unter polnischer und sowjetischer Oberhoheit wieder anzusiedeln, würden sie dann zurückgehen oder nicht zurückgehen? Sie meinen also das kommunistische Russland und die Volksrepublik Polen, ja? Ja, das meine ich. Würden sie dann wieder zurückgehen oder nicht zurückgehen? Die Antwort auf diese Frage: 10% der Vertriebenen aus Schlesien, Ostpreußen und Pommern würden unter diesen Bedingungen zurückgehen. 81% antworteten: Nein, ich würde nicht zurückgehen. Und die zweite Frage? Nehmen Sie einmal an, Polen würde den Kommunismus abschütteln und eine richtige Demokratie werden. Der polnische Staat wäre auch bereit,
deutschen Rückkehrern einen Minderheitenschutz unter Aufsicht der UNO zu garantieren. Würden Sie dann zurückgehen oder nicht zurückgehen? Die Umfrage ergab, 17% sagten, sie würden zurückgehen. 64% antworteten, nein, ich würde nicht zurückkehren. Und die dritte Frage? Stellen Sie sich bitte vor, dass Ostpreußen, Pommern und Schlesien wider Erwarten in absehbarer Zeit zu Deutschland kämen und die russische und polnische Bevölkerung diese Gebiete räumen würde. Gingen Sie dann in Ihre Heimat zurück oder nicht? Die Zahl der Rückkehrwilligen schnellte hoch. 44% sagten zurückgehen. 36% würden auch unter diesen Umständen nicht in die alte Heimat zurückgehen. Und dann die Überraschung. Wir stellten die Zusatzfrage. Gingen Sie auch wieder in Ihre zu Deutschland gehörende Heimat zurück, wenn die dort angesiedelten Polen und Russen weiter da blieben? Es stellte sich heraus, dass nur 18% zurückgehen würden, falls Polen und Russen in den dann wieder unter einer deutschen Regierung stehenden Gebieten wohnen blieben. Also nur 1% mehr, als in einen demokratischen polnischen oder russischen Staat zurückkehren würden. 44% in deutsch regierten Osten ohne Polen und Russen, 18% in deutsch regierten Osten mit Polen und Russen. Hier in den Gebieten jenseits von Oder und Neiße leben heute 8,4 Millionen Polen. Es geht den Vertriebenen offenbar mehr um die Eigenheiten dieser Menschen als um die Nationalität des Staates. Die Vertriebenen sind, nach der Umfrage zu urteilen, weniger gegen eine polnische oder russische Regierung als gegen Polen und Russen. Mehr als die Hälfte der Rückkehrwilligen wollen nicht mit Polen und Russen zusammenleben. Wir fragten nach den Motiven. Das polnische Volk ist ein ganz anderer Schlag als wir Deutschen, nicht wahr? Erstmal lieben sie die Ordnung nicht so wie wir und auch die Arbeit nicht so wie wir. Und dann muss man auch vorsichtig sein zu Hause, denn man kann nie das Haus alleine lassen. Man weiß nicht, was in der Nacht passiert. Ich bin heute 68 Jahre alt und wäre mir das Risiko zu groß, jetzt noch nach Hause zu gehen. Ich bin der Meinung, die polnischen Kinder, die heutige Jugend, die betrachten dies alle schon als ihre Heimat. Und zwei Völker zusammen in einem engen Raum würde nie gut gehen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die zu Hause gewesen sind, zu Besuch. Und die sagten eben, dass man nur polnische Laute hört. Und das ist für mich dann nicht mehr die Heimat. Ich würde nicht in die Heimat zurückgehen, denn der Pole, der würde mit uns ja nur Katz und Maus spielen. Und wir würden immer wieder die Dummen sein. Ich war 1945 bis 1946 bei den Polen. Da habe ich genug erlebt, mir langt's. Ja, wenn da viele Polen wären oder die Deutschen sogar in der Minderheit, dann könnte es nicht mehr meine Heimat sein und ich möchte auch nicht hin. Die Polen haben sich jetzt allerhand Rechte erworben in den letzten 20 Jahren. Und wenn wir zurückkämen, würden wir ja auch unsere alten Rechte wieder haben. Als Grundbesitzer, Bauern und so weiter. Das könnte niemals gut gehen. Meines Erachtens ist das Nationalbewusstsein der Polen zu groß. Und ich glaube nicht, dass wir mit denen zusammenleben könnten. Doch die Polen sind nun einmal da. Allein in den unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen Ostgebieten leben heute 3,2 Millionen dort geborene Kinder und Jugendliche. Und jetzt wird es kompliziert. Denn das viel strapazierte Heimatrecht gilt ja auch für Menschen mit polnischem Pass. Kürzlich erklärte zwar eine Gruppe von Juristen und Wissenschaftlern das Heimatrecht der Vertriebenen zum vererblichen Grundrecht. Doch selbst diese Leute sind der Ansicht, dass die heute in den deutschen Ostgebieten lebenden Polen und Russen einen rechtlichen Anspruch auf Wohnsitz und Aufenthalt in diesen Gebieten hätten. So bietet sich denn ein trister Ausblick. Polnische und sowjetische Menschen haben einen rechtlichen Anspruch, in den deutschen Ostgebieten zu bleiben. Aber wenn sie bleiben, dann wollen die deutschen Vertriebenen nicht zurück in ihre Heimat. Genauer gesagt, nur 18% wollen unter diesen Umständen wieder zurück. Meinungsumfragen sind kein Ersatz für Politik, doch sie liefern die Fakten für eine gültige Beurteilung der Situation. Man kann sich freilich auch Augen und Ohren zuhalten, unverdrossen das Selbstbestimmungsrecht fordern und Geduld predigen. Doch mit Rechtstiteln und Wünschen allein lässt sich nichts anfangen, mögen alle Worte auch noch so gut gemeint sein.